Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim American Truck Simulator. Und wie angekündigt habe ich von nun an spiele ich quasi mit Mods und ich habe für diese erste Mod-Folge einen kleinen Test-Mod hinzugefügt. Einfach nur mal um zu gucken, ob das Ganze denn hier so funktioniert. Dieser Mod macht nicht wirklich etwas Atemberaubendes. Er entfernt quasi diese blinkend leuchten Dead-End-Symbols auf der Map. Das sind diese Symbole, die da so leuchtend in der Luft rumschweben, wenn man an Straßen nicht weiterfahren kann, weil dort eine unsichtbare Wand ist und weil dort die Map zu Ende ist. Diese Dinger finde ich ein bisschen nervig, weil man den sonstigen Verkehr dadurch schlechter einsehen kann und sie sind einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, die sehen dumm aus. LOL. Achso, ich dachte, ich habe jetzt irgendwo drauf geklickt. Ja, mal gucken, ob dieser Mod funktioniert. Ich werde es testen. Ich habe mir auch für diese Folge drei Storys zurechtgelegt, quasi, über die ich erzähle. Drei kurze Storys. Ja, ich habe tatsächlich immer noch mehr auf Lager. Wir sind in Sacramento. Haben wir denn Sacramento? Da war doch was. Da habe ich doch eben was gesehen. Büroartikel von Sacramento nach Barstow. Ui, das ist sogar ein richtiger langer Doppelaufleger. Oder so ähnlich. Ach du heilige Scheiße, Büroartikel. Wie viele Büroartikel sind das denn bitte, wenn ich mal fragen darf? Okay. Büroartikel, warum nicht? Ah. Heieiei. So, ich möchte keine Ruhepause einlegen. Nee, das möchte ich nicht. F5 führe die Karte. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal zu unserem Auftraggeber. So, dann wollen wir mal losfahren. Oh, mal gucken, ob ich das überhaupt so richtig ziehen kann. Ich weiß übrigens mittlerweile auch, wieso ich an der einen Ampel geblitzt wurde. Das lag schlicht und ergreifend daran, weil ich nicht, also ich meine, das war gerade ein bisschen knapp. Ich meine mit der einen Ampel, die Ampel, wo ich links abgebogen bin und trotzdem ein Knöllchen bezahlen musste, obwohl ich quasi grün hatte. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass ich nicht geblinkt habe und das Spiel somit nicht richtig erkannt hat, dass ich Linksabbieger war. Irgendwie, mit sowas hatte das zu tun. Dass das Spiel das erkennt, Moment, ich muss hier, glaube ich, noch eine weiter. Einmal nicht geblinkt und schon ein Knöllchen zahlen. So, jetzt blinke ich zum Beispiel auch nicht, weil ich keinen Bock habe, weil ich zu voll bin. Oh ne, das ist wieder hier. Oh, wollt ihr mich verarschen? Hier soll ich mit einem Doppelding rauskommen? Das ist doch jetzt hoffentlich ein Scherz. Das ist doch jetzt hoffentlich ein Scherz. Ich will die Büroartikel halt haben. Was soll man machen? Okay. Dann wollen wir mal. Wenden in 10.000 Zügen. Scheiße, das wird doch nie was.
Moment. Sekunde. So, wir fahren mal ein bisschen so. Dann fahren wir mal ein bisschen so. Entschuldigung. Entschuldigung. War keine Absicht. Mein Truck hat zum Glück vorne eine gute Panzerung. Ja. So. Sehr gut. Ach du Heilige, wie soll ich denn hier jetzt rauskommen, ey? Aber das ist ja echt ein langes Ding, ey. Funktioniert das so überhaupt? Ich glaube schon, oder? Boah. Wallbeard, ja. Ich sag mal so, das könnte eine sehr interessante Fahrt werden. Ich weiß nicht, wie ich dieses lange Ding ordnungsgemäß ans Ziel bringen soll. Ja, schönen Tag, ich würde hier gerne rausfahren. Ach du Heilige. Also ich komme ja gar nicht um die Kurve so wirklich. Scheiße, ich stecke schon fest da hinten. Okay. Okay, ich habe da hinten scheinbar irgendwie kurz mal angeditscht mit dem Außenreifen, aber noch ist alles okay. Ja, das fängt ja schon gut an, ey. Das fängt ja schon richtig gut an. Erstmal hier schon anditschen. Moment, ich muss in die Richtung. Da kommt gerade nichts. Eieieiei. Alter, ist das ein langes Ding, ey. Solche Doppelteile sind ja echt eklig. 397 Meilen. Ja, das ist doch mal eine interessante Strecke. Und ich werde mal darauf achten, ob ich diese Dead-End-Symbole hier noch sehen kann auf der Karte. Wenn ich sie nämlich nicht sehe, hat der Mod funktioniert. Sollte ich ein einziges Ding sehen irgendwo, dann hat der Mod nicht funktioniert. Und ich weiß, okay, irgendetwas muss man hier sonst noch anders machen. Ja, genau, Herr Polizist. Schön warten. Oh Mann, ey. Aber 14.000 Dollar plus irgendwelche Boni, das ist natürlich schon sehr verlockend, muss ich sagen. Also, das will ich natürlich doch sehr gerne haben. Muss die Spiegel echt ein bisschen mehr im Auge behalten. Es könnte echt sein, dass ich sonst die Ladung ruckzuck mal beschädige. Aber bisher hat mein LKW ich war noch bei grün, das sehe ich auch so, danke schön. Oha, wie soll ich denn jetzt hier rumkommen, bitte? Ach du Heilige. Fahr du mal, ich muss einen Bogen scheren. Boah, Alter. Oh, knapp. Oh, Millimeterarbeit da hinten. Boah, Alter. Oh, ich komm hier nicht hoch. Oh. Okay, alles gut. Alles safe. Alles safe. Alles safe. Puh. Oh Gott. Ja, das kann ja was werden. Gut, ich kann schon mal mit meiner ersten Geschichte anfangen. Und zwar heißt diese Geschichte die Handbremse. Die Handbremse, das ist eine kurze Mini-Geschichte von mir. Und zwar bin ich mal eine etwas längere Strecke, sage ich mal, mit angezogener Handbremse gefahren. Mit meinem ersten eigenen Wagen, sage ich mal. Boah, Alter, ich muss hier echt aufpassen. Wie bin ich auf diese Geschichte gekommen?
Ich habe mir neulich ein paar Videos angeguckt, wo sich ein paar Leute tatsächlich über sowas unterhalten haben. Also quasi, was sie schon für Fails mit der Handbremse gemacht haben, weil ganz ehrlich, mit angezogener Handbremse irgendwo hinfahren oder mit angezogener Handbremse ein Stück fahren, bis man es bemerkt, das ist ja quasi ein Klassiker. Und ja, das ist natürlich auch mir schon passiert. Wem ist das nicht passiert? Ist es euch schon mal passiert? Schreibt es in die Kommentare. Ich sitze auf jeden Fall mit im Boot. Und zwar bin ich da sogar eine ganze Strecke mitgefahren und habe es echt nicht gemerkt. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass der Wagen sich auch nicht wirklich bemerkbar gemacht hat, bis auf das übliche Licht, sage ich mal. Während ich hier schon wieder zu schnell fahre, ich sollte aufpassen, ich möchte kein Knöllchen kriegen. Wie ist das passiert? Ich war quasi, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Ich habe damals, als ich den Wagen hatte, da habe ich noch in Bielefeld tatsächlich gearbeitet und bin Richtung Bünde gefahren mit dem Auto. Und wer sich in dieser Region auskennt, weiß, das ist eine ganz schöne Strecke. Da ist man gut und gerne auch schon mal eine halbe bis dreiviertel Stunde unterwegs, wenn man denn diesen Weg zurücklegen möchte. Und genau das hatte ich vor. Ich war nicht auf dem Weg nach Hause, sondern ich wollte auf jeden Fall noch. Ich werde mal ein bisschen langsamer. Ich wollte auf jeden Fall noch nach Bünde. Oh, voll in die Eisen steigen. Alter Vater. Kommt gerade nichts. Alles gut. Boah, Alter. Dieses Doppelding, das ist aber auch ein Koloss, ey. Holy shit. So, komm. Fahr du, mein Freund. Ja, und ich bin dann quasi von Bielefeld nach Bünde gefahren und habe so, sage ich mal, auf drei Viertel des Weges gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, hier leuchtet doch ein Lichtlein. Ja, und da ist dem guten Blub dann aufgefallen, oh scheiße, ich fahre ja die ganze Zeit mit angezogener Handbremse. Oh, ich muss mich hier echt konzentrieren teilweise. Oh, okay, alles gut, alles gut. So, genau, und jetzt fragen sich natürlich einige, Moment mal, Blub, wie kannst du denn bitte schon so bescheuert sein und irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde mit deinem Auto durch die Gegend fahren und merkst nicht, dass deine Handbremse angezogen ist. Und die war jetzt nicht so leicht angezogen, also die war schon so ein gutes Stück angezogen, sag ich mal. Ja, wobei so krass eigentlich auch nicht. Und ich habe das halt echt kein Stück gemerkt. Und das hat halt einfach den Grund, dass mein alter Wagen, also normalerweise würde man ja denken, ja gut, das fängt übelst an zu stinken oder so. Nö, gar nicht. Ja, wobei ich glaube, ein bisschen, nach einer halben Stunde so minimal ein bisschen, aber ansonsten halt wirklich gar nicht. Oder halt der Wagen fährt sich richtig schwer an. Auch überhaupt nicht. Es war halt, mein erster Wagen war so nach dem Motto, ist mir scheißegal, ich lasse es mir nicht anmerken. Also der hat nichts gestunken wirklich. Da hat man das auch beim Anfahren nicht wirklich gemerkt. Und das finde ich halt so skurril. Und deswegen ist es mir halt auch gar nicht aufgefallen, weil ich bin halt ganz normal gefahren. Es war halt nach der Arbeit. Ich war übelst erschöpft, übelst müde. War nicht mehr so mega ganz fit im Kopf. Und ich habe es halt verpeilt, die Handbremse zu lösen. Und mir ist es halt nur, als ich schon knapp eine halbe Stunde unterwegs war, oder sagen wir mal 20 Minuten, durch das Lichtlein aufgefallen, was dann halt so üblicherweise leuchtet. Und aber mir ist es halt kein Stück aufgefallen, jetzt wegen dem Geruch oder weil das Anfahren irgendwie schwierig war. Und das hat mich im Nachhinein echt überrascht, dass mir das halt mit dem Wagen nicht aufgefallen ist, weil der hat sich's überhaupt nicht anmerken lassen. Tja, also auch der gute Herr Blub kann einfach mal so einen Schnitzer machen und ewig mit angezogener Handbremse durch die Gegend juckeln. Ja, das ist tatsächlich auch schon mir passiert.
ja, das war quasi die Geschichte mit der Handbremse, dass mir das einfach auch schon mal passiert ist. Allerdings, wo wir gerade beim Thema sind, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, da kann ich quasi gleich mit der zweiten Geschichte anknüpfen. Und zwar die Oma aus dem Feldweg. Ja. Ältere Herrschaften sollten sich manchmal echt gut überlegen, ob das Autofahren denn noch das Richtige für sie ist, auch wenn es nur in einer, wie man oft sagt, gewohnten Umgebung ist. Ich war mal wieder auf dem Weg zurück nach Hause von der Arbeit, fuhr eine Landstraße, Schnellstraße entlang, also man durfte halt 100 fahren außerorts. War auch saumäßig gut ausgebaut, war zwar einspurig in die jeweilige Richtung, aber vom Platz her hätte man da durchaus eine 3- bis 4-spurige Autobahn auch noch drauf bauen können. Also die Spuren waren sehr großzügig, will ich quasi damit sagen. Und ja, wenn man auf dem Weg ist von der Arbeit zurück nach Hause, lässt man sich auch nicht lumpen und gibt auch mal ein bisschen mehr Gas. Staut sich's da vorne oder was ist hier los? Ja, und da war ich da quasi mit 100 Sachen am Rumdüsen, das Stück. Sagen wir mal, lassen wir es auch 105 bis 110 km/h gewesen sein. Und ja, ich war also richtig, richtig schnell unterwegs und dann ist plötzlich aus so einem Feldweg so eine Oma. Ich sag jetzt einfach mal, das war eine Oma. Ich konnte es natürlich bei der Geschwindigkeit nicht sehen, bei dem, was gleich passiert. Aber ich sag einfach mal, das kann nur eine Oma gewesen sein. Das habe ich für mich so festgelegt. Vielleicht war es auch ein Opa, aber ich sag, das war eine Oma. Und dann ist wirklich eine Person aus so einem Feldweg auf diese Schnellstraße, auf diese Landstraße eingebogen. Und das war vielleicht so, sagen wir mal, maximal 200 bis 250 Meter vor mir, was bei dieser Geschwindigkeit nichts ist. Das ist halt ein Witz. Schert da so eine Person ein auf diese Schnellstraße, Landstraße zur Wash Hour, möchte ich mal gerade anmerken. Also es war auf dem Weg von der Arbeit zurück nach Hause, es war Wash Hour, es war voll. Und dann schert die da mit Schrittgeschwindigkeit ein und ohne Spaß, ich habe schon das Leben an mir vorbeiziehen sehen, weil ich war da mit 100 Sachen unterwegs, schert da auf einmal so ein Auto 100 Meter oder 200 Meter vor mir mit Schrittgeschwindigkeit auf die Fahrbahn ein. Ey, ich hatte quasi nur vielleicht... Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Machen die vor mir was? Ja, die vor mir machen nichts. Ist wieder ein Feuerwehreinsatz. Ja, schert da diese Person einfach vor mir ein. Ich habe das Leben schon an mir vorbeiziehen sehen. Und ich hatte quasi zwei Möglichkeiten. Entweder ich bremse und fahre der Alten voll hinten drauf und bin wahrscheinlich tot. Beziehungsweise Matsche, was ungefähr dasselbe ist. Oder ich mache ein übelst riskantes Überholmanöver an ihr vorbei und quasi zwischen ihr und dem Gegenverkehr. Und ich habe mich zum Glück für Letzteres entschieden. Ich habe nicht volle Kanne gebremst. Also ich habe natürlich gebremst, nur ich habe nach einer Nanosekunde gemerkt, das reicht nicht. Scheiße, das reicht nicht. Und habe dann zu einem Überholmanöver angesetzt. Wie gesagt, da ist von der Breite her, sage ich mal, auch eine 3- bis 4-spurige Autobahn hätte sein können. Konnte man sehr gut zwischen ihr und dem Gegenverkehr hindurchfahren, aber bei der Geschwindigkeit so ein schnelles und spontanes Überholmanöver, alter Vater, da ist mir richtig hart die Pumpe gegangen. Ich dachte, das war's. Ich dachte, das war's. Und da frage ich mich ernsthaft, wie kann man bitte so Auto fahren? Ich meine, ganz ehrlich, wer kommt bitte überhaupt auf die Idee, auf so eine Straße zur Rush Hour aus einem Feldweg mit Schrittgeschwindigkeit drauf zu biegen, sage ich mal. Ey, wie dumm muss man in der Birne sein? Oder wieso wartet man nicht? Ja gut, warten, bis kein Fahrzeug gerade kommt, ist in dieser Situation eigentlich nicht möglich, weil da kommt halt immer was und
Für sie sah es sicherlich so aus, als wäre ich doch vollkommen weit weg gewesen, aber bei der Geschwindigkeit, die man an dieser Stelle fährt, ist es halt, ja, in 2 Sekunden ist man halt da. Boah, das war echt, also dieses Erlebnis werde ich auf jeden Fall nie in meinem Leben vergessen, weil das war echt, das war wahrscheinlich die gefährlichste Straßenverkehrssituation, die ich bisher erlebt hatte und ja, wo ich zum Glück ja, richtig riskant, aber richtig reagiert habe. Ansonsten hätte es richtig gekracht und richtig gescheppert. Alter Vater, ey. Ich meine, kann man da nicht irgendwie vernünftig erst auf eine andere Straße fahren und dann über eine normale Straße auf diese Straße dann einbiegen? Muss es irgendwie so ein komischer Seitenfeldweg sein? Das ist, Alter. Also, hui. Wie gut, dass die Straße richtig krass ausgebaut war. Da habe ich schon die Radieschen von unten so ein bisschen angeknabbert. Also, das war echt nicht ohne. Das war echt auf jeden Fall nicht ohne. Oh Mann. So, ich klebe jetzt hier ein bisschen hinter diesem LKW hier, aber das macht eigentlich nichts. Er fährt ja auch quasi am Maximum und ich mit meinem riesigen Doppelauflieger hier muss sowieso sehen, wo ich bleibe. Oh. Ja, da vorne ist schon gerade ein bisschen stockender Verkehr, die LKWs, die hier so hintereinander fahren. Oh, ich habe aber echt nicht so den leistungsstärksten LKW. Geschichte Nummer 3 hat mit dem TÜV zu tun. Und zwar nenne ich diese Geschichte mal der TÜV-Beschiss. Dieses ältere Auto, was in den ersten beiden Geschichten schon vorkam, musste zum TÜV. Und der TÜV hat den Wagen ohne jegliche Beanstandung durchgewunken. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Oh, Alter. Alter. Ja, Mahlzeit. Da ist er einfach mal von in die Eisen gestiegen, weil der vor ihm abbiegt. Jetzt verursache ich hier erstmal einen Stau. Ja, dieser Wagen musste zum TÜV und er wurde vom TÜV durchgewunken. War ich natürlich mega happy. Mit dem Wagen ist alles in Ordnung. Super. Kannst du noch eine ganz lange Zeit benutzen. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass dieser Wagen niemals durch den TÜV hätte durchgewunken werden dürfen. Weil mit dem Wagen stimmte etwas nicht und das hätte der TÜV auf jeden Fall sehen müssen. Ich musste nämlich ja ein paar Wochen oder vielleicht so 1-2 Monate später in die Werkstatt wegen einer kleineren Sache und dann habe ich plötzlich die Rückmeldung bekommen, Herr Sir von und zu Blub, dieser Wagen hier, der wird diese Werkstatt nicht mehr verlassen, der ist nicht verkehrssicher, damit darf man keinen Meter mehr fahren. Und ich dachte mir so, what the fuck, was ist denn bitte jetzt los? Und dann war es so, dass das mit der Aufhängung unten etwas nicht stimmte. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was es war, ist jetzt auch schon etliche Jahre her. Ich glaube, es hatte irgendwie etwas mit Rost zu tun oder irgendetwas anderes war da auch nicht in Ordnung. Auf jeden Fall hat der Betreiber der Werkstatt klipp und klar gesagt, nein, dieser Wagen kommt mir hier so nicht mehr vom Hof runter, das kann ich nicht verantworten. Der ist nicht verkehrssicher. Und der Wagen war quasi wenige Wochen vorher, vielleicht 2 Wochen vorher, durch den TÜV gekommen, ohne Beanstandung. Und ich war so sauer. Ich wäre am liebsten, also ne, wurde dann halt repariert und so weiter. Was damit war, konnte ich den Wagen dann ein paar Tage später wieder abholen. Musste halt irgendwas neu bestellt werden, glaube ich auch. Und ich war so sauer auf den TÜV. Ich frage mich manchmal ernsthaft, was machen die beim TÜV eigentlich? Pennen die da? Spielen die da Karten? Ich habe gerade letztens einen Bericht gelesen, dass irgendein TÜV-Mitarbeiter irgendwo unter Korruptionsverdacht steht, weil in seinem Mantel irgendwie, ja,
ein paar üppige Geldscheine gefunden wurden, sag ich mal. Und deswegen ist mir die Geschichte auch wieder ins Gedächtnis gekommen und deswegen wollte ich die halt auch diese Folge als dritte Geschichte mit einbinden, weil, ey, ganz ehrlich, so etwas muss der TÜV doch sehen. Die müssen doch mal unter den Wagen gucken und mitkriegen, okay, da stimmt etwas nicht mit, da muss sich aber jemand ganz dringend drum kümmern. Ich meine, wann guckt man selber schon mal unter das Auto? Das macht man ja eigentlich quasi gar nicht. Und wenn da an irgendeiner Stelle irgendetwas mit der Aufhängung nicht stimmt, das kontrollierst du als Laie ja auch nicht so wirklich. Und selbst wenn du da mal drunter guckst, du kannst damit ja in der Regel nicht wirklich was anfangen. Also da ist ein Mechaniker, ein Automechaniker, ja schon viel mehr für ausgebildet und eigentlich auch, wie man meinen müsste, ein TÜV-Mitarbeiter. Und ich möchte nur kurz anmerken, dass wir hier bisher komplett fehlerfrei gefahren sind. Den Truck, den wir kurz mal am Zaun angeditscht haben, kein Schaden. Und auch die Ladung, die wir kurz bei der Ausfahrt angeditscht haben, auch kein Schaden. Ich bin bisher begeistert, bisher fehlerfrei gefahren. Ha! Ja, oh, da vorne müssen wir auch schon runter. Wir sind auch nicht mehr allzu weit entfernt. Ja, und ich habe mich halt bei dem TÜV echt gefragt, sowas muss man doch sehen, kann man die irgendwie nachträglich noch zur Sau machen? Habe ich da nicht gemacht, auch wenn ich es sehr gerne gemacht hätte. Aber ey, ganz ehrlich, sowas muss man doch sehen als TÜV-Mitarbeiter, wenn man so einen Wagen inspiziert, wenn da etwas mit der Aufhängung nicht stimmt. Also tut mir leid. Das ist komplettes Unverständnis. Ich verstehe nicht, wieso etwas nicht auffallen konnte. So, das muss ich mich mal wieder hier ein bisschen konzentrieren. So, hier kommt, da kommt was, da kommt sogar ganz viel. So, Freunde, bitte ein bisschen aufpassen hier. Ich habe ein richtig dickes Ding hinten dran. Ja, passt. Ah, guck mal, souverän haben wir das gemacht. Souverän haben wir das gemacht. Boah, so ein Doppelding ist aber auch echt eine Herausforderung. Ja, warum der TÜV das damals nicht gesehen hat, es ist mir ein Rätsel. Wenn ihr auch solche skurrilen TÜV-Geschichten habt, wo der TÜV etwas absolut nicht gesehen hat, was er hätte sehen müssen, oder wo es irgendwie Ärger mit dem TÜV gab, oder wo er vielleicht etwas gesehen hat, was gar nicht so wirklich da war, das gibt es ja auch solche Geschichten. Lasst es mich gerne wissen, schreibt es gerne in die Kommentare. Das waren auf jeden Fall meine drei Geschichten für diese Folge. Ja, die angezogene Handbremse, die lebensmüde Oma und der TÜV, der einfach mal das mit meiner Aufhängung nicht gesehen hat, worüber ich immer noch ziemlich sauer bin. Gut, mittlerweile habe ich einen anderen Wagen, mir kann es egal sein. Aber trotzdem, ey, wenn ich schon sowas mache mit TÜV, dann erwarte ich auch, Freunde, guckt euch das Ding genau an und wenn da etwas ist, dann seht ihr das gefälligst. Das ist euer damn Job. Tja, sehen manche nicht so. So, schön hier über die Ampel fahren. Ich finde, das Spiel hat echt so was Entspannendes. Ich spiele das gerne etwas später am Abend tatsächlich, weil ich finde, das Spiel hat etwas unglaublich Entspannendes. So, das Licht kann ich mal ausmachen. Es wird ja schon wieder hier recht hell. Oh, ich fahre schon wieder ein bisschen zu schnell. Das wollen wir ja nicht. Wie konnte ich nochmal den Tempomaten reinmachen? Mit P war das, glaube ich, oder? Ich glaube, es war P. Ah, mutig, Kollege, mutig. So, könntest du mal ein bisschen Gas geben hier vor mir? Ungefähr 120 Meilen. Ja, ist gar kein Problem.
So, der gute Kollege hat von dem Rechtsfahrgebot scheinbar auch noch nicht wirklich viel gehört. Ich weiß ja nicht, wie das in den USA ist. Vielleicht gibt es dort auch kein wirkliches Rechtsfahrgebot, was ich mir aber schlecht vorstellen kann. Oh, jetzt zieht er aber davon. Der hat auch eine interessante Ladung. Tja, und was transportiere ich? Irgendwelche blöden Büroartikel in einem Doppelauflieger. Oh Mann. La 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 la. Aber das mit dem Mod scheint tatsächlich zu funktionieren. Also mir ist jetzt hier noch nirgendwo aufgefallen, dass irgendwo am Rand diese blinkenden Symbole in der Luft schweben. Ich glaube, die hat der Mod tatsächlich erfolgreich rausgelöscht und hat die Map somit meiner Meinung nach ein bisschen verschönert. Oh ja. Mal gucken, vielleicht sehen wir gleich noch ein paar Dinger und lol. Hier wehen diese Strohdinger über die Straße. Wie geil ist das denn? Die sind aber nicht gefährlich, oder? Das ist ja ein kleiner, netter optischer Effekt. Finde ich geil. Finde ich gut. Kann ich befürworten. Ich würde gleich auch irgendwie gerne gucken, ob ich vielleicht irgendwie meine Garage irgendwie ausbauen kann oder so. Oder wie viel das denn irgendwie kostet. Wenn ich so etwas machen würde, weil ich brauche ja irgendwann auch mal Leute. Also ich möchte ja nicht ewig der einzigste Mitarbeiter in meinem Unternehmen sein. Und ich meine, ich habe ja schon ordentlich Geld. Ich meine, damit kann man doch bestimmt schon was machen. Also besonders gleich nach diesem Auftrag habe ich auf jeden Fall richtig, richtig krass viel Geld. Da kann man doch sicherlich was machen. Tü, 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 tü. Also da das mit dem Mod und dem integrierten Mod-Manager im Hauptmenü auch wirklich gut und wirklich einfach funktioniert, Alter, was ist denn hier los? Werde ich, denke ich mal, in der nächsten Folge ein paar größere Mods vielleicht ausprobieren, muss ich mal gucken. Ja, ich habe da schon so ein paar Mods im Auge, mit denen man hier doch gut was machen kann. Und ich werde vielleicht mir auch mal irgendwann in Zukunft den Multiplayer tatsächlich angucken. Da wurde ich schon darauf hingewiesen, dass der Multiplayer doch recht gut sein soll hier vorne von dem Spiel. Ich dachte mir ja bisher immer, ja, Multiplayer, da ist halt gar kein Verkehr. Das ist ja irgendwie total öde, wenn die Map quasi leer ist. Aber wenn man auf einem Server spielt, wo wirklich sehr, sehr viele Leute rumfahren oder man fährt halt mit anderen in der Kolonne, dann hat man doch durchaus ja, seinen Verkehr, sage ich mal. Wobei ich mich echt frage, wieso gibt es im Multiplayer keinen NPC-Verkehr? Ist das so schwer? Was ist daran so schwer, den reinzuprogrammieren? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, aber okay, ist halt so. Tü, 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 tü. Ah, gleich sind wir da. Gleich haben wir wieder ordentlich viel Geld verdient. Und dann gucke ich mal, ob ich von hier aus mich vielleicht in die Garage porten kann oder ob ich von hier aus zumindest meine Garage verwalten kann. Also ich muss ja sowas wie Bauaufträge oder so abgeben können, würde ich jetzt mal sagen. Tü, 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 tü. Na, Kollege, willst du mich überholen? Ja, fahren wir ein bisschen schneller als erlaubt. Ja, wobei, der hat auch nicht so viel geladen wie ich. Der hat hier nur einen Auflieger. Ich habe ja zwei. Ja. Kollege, ich bin da ein bisschen größer bestückt unterwegs, will ich mal meinen. Aber gut, dafür kriege ich halt auch richtig viel Knete, weil ich halt so mega krass viel transportiere. Bremst der einfach volle Kanne. Ja, weil ich einfach so mega krass viel transportiere und weil ich halt auch so mega krass weit fahre. Oh Mann. Okay, jetzt hat mein LKW natürlich hier Probleme, hier hochzukommen. Entschuldigung. Entschuldigung da hinten. Ich gebe mir ja die größtmögliche Mühe.
Aber ich muss sagen, die Straßen in den USA, wenn ich hier so jetzt mal von dem Spiel ausgehe, scheinen tatsächlich besser ausgebaut zu sein als so manche deutschen Straßen, die ja von Schlaglöchern oder Baustellen nur so trotzen. Oh, da fällt mir eine Geschichte ein, die kann ich mir mal auf die Liste schreiben. Die kann ich dann ja vielleicht nächste Folge mit unterbringen. Ja, muss ich mal gucken, ob sich das lohnt. Ja, muss ich mal überlegen, was ich da so zu erzähle. Oh, schönen Tag. So, hier wird es scheinbar wieder zweispurig, jawohl. Ich müsste eigentlich auch gleich da sein. Ich müsste eigentlich gleich da sein. Ja, da hinten muss ich scheinbar abbiegen. Barstow, ich glaube, so hieß mein Ziel tatsächlich, oder? Ja, ordnen wir uns schon mal hier richtig ein. Ja, souverän. Souverän gelöst. Und da sehe ich schon mein Ziel. Da sehe ich tatsächlich schon mein Ziel. Freunde, ich bin da, ich komme. Büroartikel. Wozu braucht man eigentlich so viel Büroartikel? Oh, da fällt mir sogar noch eine zweite Geschichte ein. Die kann ich auch gleich noch draufschreiben auf meine Liste. Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Da habe ich auf jeden Fall was zu erzählen. So. Vielleicht mal hier ein bisschen vom Gas gehen. So, hier kommt gerade keiner. Scheiß auf Blinken. Einfach rüberziehen. So. Blinken brauche ich nicht. Ich fahre hier einfach ab. So, jetzt sollte ich vielleicht doch schon mal blinken. So, hier ist gerade absolut tote Hose. Scheren wir mal hier schön weit aus. Ja, guck mal. Easy going. Souverän. Souverän. Ja, du musst warten. Richtig so schön warten. Ah, und hier. Geradeaus müsste jetzt, glaube ich, so ein Block Ding eigentlich aufleuchten, tut es aber nicht, weil ich den Mod drin habe. Also der Mod scheint tatsächlich zu funktionieren. Wir hätten jetzt eigentlich schon solche Dinger sehen müssen, die so in der Luft schweben. Finde ich schön, dass der Mod so easy peasy funktioniert. Gefällt mir. Das macht doch Hoffnungen für weitere Mods. So, schauen wir mal, wo wir genau hin müssen. Oh, das mit dem Einparken wird natürlich gleich Traum, ey. Holy shit. So. Oh, bremsen. Hei. Ja, ein bisschen vor können wir noch. La 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 la. Schön ein bisschen weiter ausholen. Oh, ich hoffe, hier steht jetzt keiner. Okay. Hier geradeaus müssten jetzt eigentlich auch solche blinkenden Dinger stehen. Also nicht falsch verstehen, die unsichtbaren Wände sind noch da, aber diese blinkenden Symbole sind halt weg. Und hier vor uns müssten jetzt eigentlich auch solche blinkenden Symbole sein. Ich finde das aber echt schöner, wenn die halt nicht da sind. So. Hi. So, hier soll ich was abliefern. Wie soll das denn funktionieren, bitte? Wie habt ihr euch das denn vor... Dahin? Dahin? Boah! Alles klar, Challenge accepted.
Dahin. Ach du Heilige, da muss ich auch nochmal zurücksetzen, Freunde. Ja, fahre zum Verladebereich, das sagt sich so einfach. Oh, das war knapp. Nein, das klappt so nicht. Da ecke ich tatsächlich ein bisschen an. So, ich kann nach hinten gerade nicht so geil gucken. Was war nochmal F3? Nee. F1. Ich möchte eigentlich die Kameraperspektive ein bisschen abändern, aber das müsste eigentlich noch gehen. Ich kann immer gerade wieder in die Innenansicht wechseln. Ja, das sieht gut aus. Boah. Alter Freunde, ihr macht mir aber auch das Leben leicht zur Hölle, ey. Das muss man ja auch mal sagen. Ob das so funktioniert? Oh, leicht angeeckt hier. Das funktioniert so nicht. Boah, wie soll ich denn das Ding hier so rankriegen, ey? Ja. Okay, ich bringe mich hier immer mehr in Schwierigkeiten, merke ich gerade. Ja, komm schon. Alter Vater, was ist denn das für eine Scheiße hier? Holy shit, ey. Das ist ja die übelste Megagrütze. Ja, komm schon. Ich glaube, ich muss das gleich überspringen. Ja, dieses scheiß Ding hier hinten, ey. Ach komm, zählt das nicht? Das zählt natürlich nicht. Komm schon. Nein. Oh, oh, oh. Ach komm, ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich gebe das Ding so ab, soll das die scheiß Mitarbeiter machen. Ich verzichte auf die Bonuserfahrung. Und wahrscheinlich habe ich damit auch Level 5 jetzt gerade aus den Händen gegeben, aber wir haben trotzdem gut Erfahrung bekommen. Und wir haben $14.700 verdient. Sehr gut. Ah, sehr, sehr gut. Okay, ich werde das mal gerade speichern. So, kann ich neue Aufrüstteile? Fahrerhausanpassung, Zustand. Oh, meine Räder haben 1% Schaden, das macht wahrscheinlich der Verschleiß. Also sowas wie Verschleiß scheint es hier auch zu geben. Firmenmanager. Garagenmanager, LKW-Manager, Fahrermanager. LKW-Manager. Okay. Garagenmanager. Eigene Garagen, eine. Kann man auch mehrere Garagen haben?
Das ist natürlich auch mal interessant. Garagenplätze verfügbar 1. Umbaukosten für eine kleine Garage, Umbaukosten für eine größere Garage. Okay. Also es kostet mich $100.000, wenn ich meine Garage vergrößern möchte. Okay, hier kann ich also meine Garage ausbauen und dann bekomme ich 2 zusätzliche Plätze für Fahrer und LKWs. Ah, das kostet 100.000 und da brauche ich auch nochmal 100.000. Nee, das lohnt sich, glaube ich, jetzt echt noch nicht. Das lohnt sich, glaube ich, echt noch nicht. Oder könnte ich quasi einen Fahrer einstellen, der quasi genauso wie ich keinen eigenen LKW am Anfang hat, sondern erstmal einfach für andere fährt? Das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen. Aber ich würde sagen, ich suche mir erstmal einen Ruheplatz und vertrete mir dort ein bisschen die Beine. Also ausbauen 100.000 plus einen zweiten LKW nochmal so 130.000 oder so. Ah, da muss ich doch echt, erstmal dann ein bisschen Geld ansammeln oder vielleicht sogar einen zweiten Kredit aufnehmen, ich weiß es nicht. So, ich würde erstmal sagen, ich fahre gemütlich zu einem Rastplatz und hau mich dort erstmal ein bisschen aufs Ohr. Warum denn nicht? Muss ja auch mal sein. Entschuldigung. So, komm. Da muss man sich auch echt erstmal ein bisschen umgewöhnen, weil der LKW jetzt natürlich erstmal wieder viel, viel leichter ist. Ah. Tja, da vorne wartet das schöne, gemütliche Fahrerbettchen auf mich. So. Guten Tag, Herr und Frau Feuerwehrmann. 36.800 Dollar. Also geldtechnisch läuft es sehr, sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Einfach perfekt, Dumondo. Lalalala. Koptix, können wir fahren. Sehr gut. Oh, ich will doch nur in meine Koje. Sagt man das Koje? I don't know. Ja, nicht zu übermütig hier fahren. Nicht zu übermütig hier fahren. So. Ja, da kommt gar nichts. Da kommt gar nichts. Scheiß aufs Anhalten, oder hätte ich fast doch die Polizei gerammt. Ja, super. Erstmal Polizei rammen hier. Ja, Kollege hinter mir, da musst du mal kurz ein bisschen in die Bremsen steigen. Das kann ich nicht ändern. Ah.
Sehr schön. Und eine Ruhepause. Ah, hu. Ah, da wurde wieder ein bisschen was vom Kredit abgebucht. Ja, und ich würde mal sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Mal gucken, was wir in der nächsten Folge für einen tollen Auftrag haben. Ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann und ciao.